Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Prison Architect. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Ach, jetzt habe ich tatsächlich nochmal vergessen, eins nachzugucken, was ich machen wollte. Na gut, das kommt dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. Ich wollte nämlich nochmal nachgucken. Eigentlich sollte man den Leuten Namen geben können. Also vor allem zumindest den Insassen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich das ja letztes Mal nicht. Ich dachte, man könnte hier einfach anklicken. Experience, Activity, Lockdown. Okay, Mood, Bad, Normal, Good. Hä? Wie viel was ist oder wie? Okay. Free Time, Sleep. Okay. Der hat sich tatsächlich Assaulting an Officer, Rioting, Plea Guilty. Okay. Der hat tatsächlich zugegeben, dass er schuld ist, sozusagen. Das ist schon interessant. So. Richtig, hier oben war ich ja am Umbauen. Das müssen sie noch fertig machen. Ja, die können da drum gehen. Das ist ganz doof. Da muss ich unbedingt was dran ändern. Mal gucken, wie ich das mache. So ist das echt nicht gut. Naja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, aber ich bin da jetzt nicht so mega versiert drin, ne? Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir da einfach zusammen ein bisschen dann halt natürlich auch mehr über das Spiel lernen und so. Und ich. Ja, vielleicht gucke ich mir auch irgendwann mal Tutorials an, aber ich muss zugeben, diese Spiele, die haben halt einen ganz großen Charme, wenn man die Sachen halt selber entdeckt. Na, wie oft. Okay. Wieder mein Foto. Die haben, finde ich, einen ganz, ganz großen Charme, wenn man halt Sachen wirklich entdeckt, feststellt, das war aber dumm. Bei dem Spiel hier, muss ich zugeben, geht das an einigen Stellen nicht besonders gut. Weil ich muss ja von Anfang an so den Outlay, also das Aussehen dieser Festungsanlage halt schon so hinkriegen, dass sie halt halbwegs funktioniert, ne? Also wenn ich halt am Anfang zum Beispiel das mit den Grants nicht weiß, das weiß ich noch, hatte ich halt bei meinem ersten Spielversuch und so, dann denkst du dir so, hey, wie soll ich denn mit der Kohle hinkommen? Das klappt irgendwie vorne und hinten nicht und so. Und das sind halt alles so kleine Nachteile, die, muss ich zugeben, sind bei dem Spiel. Aber gut, das liegt halt auch daran, dass ich bei diesem Spiel einfach nicht die Kampagne gespielt habe. Muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich die Kampagne gespielt hätte, dann hätte ich die Probleme wahrscheinlich gar nicht. So, ich gebe hier nur mal kurz. Was? Was war das? Overdosed, verdammt. Das ist echt schlecht. Also erstmal bedeutet das, wir werden mal die Zelle filzen. Und dann haben wir jetzt ein echtes Problem, weil wir haben noch keine. Ja, wir haben noch kein medizinisches Personal. Das ist echt doof jetzt gerade. Wie machen wir denn das? Oh shit. Das ist echt schlecht. Okay, also da haben wir auch gleich noch eine Waffe gefunden, eine Schere. Und ja, Overdosed ist er halt natürlich immer noch. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie ich das ändern könnte. Er ist halt overdosed. Egal. Schmeißen wir ihn einfach in die Isolationszelle. Okay. Ernsthaft? Ja, könnte sein, dass unser erster Insasse drauf geht. Shit. Tja, das war so nicht vorgesehen. Okay, wir könnten Visitors annehmen. Das haben wir aber im Moment, dafür sind wir noch nicht ausgerüstet. Wir haben zwei Staff, die exhausted sind. Jetzt wird der hier sich mal ausruhen. Sehr gut. Assign three guard to patrol routes. Okay.
Das müssten wir jetzt können, oder? Mal gucken. Ich muss hier sowieso noch einiges ändern. Patrol Routes. Das müsste irgendwo. Nee, Logistics ist es nicht. Nee. Intelligence. Informanten. Dangers. Ah, seht mal zum Beispiel, was so benötigt wird. Ne? Also zum Beispiel. Demand for Weapons ist halt quasi nicht existent, aber man kann relativ gut rankommen. Für Tools ist halt auch ein relativ hoher Demand, man kann aber auch gut ran. Narcotics, Luxuries kriegt man auch. Ah ja, da ist er verstorben. Ah, verdammt. Das ist natürlich nicht gut, das sollte nicht zu oft passieren. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist in dem Spiel. Krass. Gut, wir müssen jetzt auf erstmal Staff Utilities Deployment. Deployment, das ist Guard Patrol Routes. Da machen wir hier eine Patrol Route. So. Der soll halt einfach nur die Bereiche hier abgehen. Und auf die Art und Weise kontrollieren wir halt, was hier passiert. Hier lang, ne? So, egal. Und natürlich auch hier lang. So. Und jetzt müssen wir das dem irgendwie einen Guard zuordnen. Dieser Patrol Route. Wie ging denn das nochmal? Ah, ich glaube nochmal anklicken, ne? Ja, bingo. Jetzt ist dem einer zugeordnet. Und der wird jetzt das nämlich abgehen. So, sehr gut. Okay. Wir können jetzt halt auch sagen, Deployment, dass in bestimmten Bereichen halt immer ein Guard sein soll. Ne? Also, das ist halt auch ganz gut. Zum Beispiel in dem Bereich ist es manchmal ganz nützlich. Oder in dem hier. In der Rezeption ist es... Wieso? Hä? Wieso ist da ein einzelner Bereich nochmal? Was ist das? Hä? Wieso ist innerhalb der Rezeption aus irgendeinem Grund nochmal ein eigener Bereich? Das macht doch keinen Sinn. Jetzt, das war wirklich irgendwie nicht markiert. Fasziniert, dass das trotzdem als Rezeption akzeptiert wurde, ehrlich gesagt. Naja, egal. Hat auf jeden Fall funktioniert. So. Dann können wir jetzt zum Beispiel halt auch Bereiche einrichten, wenn ich mich nicht irre, wo wir sagen können, Staff only. Also zum Beispiel Staff only ist natürlich so ein Bereich hier. Da hat niemand anderes was zu suchen. Genauso die Bereiche hier. Ja? Prinzipiell gilt das natürlich für alle Bereiche eigentlich hier. Und für den Außenbereich halt relativ sowieso. Aber wir können jetzt später zum Beispiel Leute haben, die putzen können und sowas. Und da wäre es halt ganz gut, wenn man dann natürlich Vorbereitungen dafür trifft. So, jetzt sind wir einmal komplett hier umrandet mit einem Zaun. Das nutzen wir halt aus, dass wir jetzt hier... Ich werde jetzt noch einen zweiten Parameter sozusagen erschaffen. 1, 2, 3, 4 als Abstand. So. Finance System Changes. Ich muss zugeben, die Dinger habe ich mir nicht durchgelesen. Es sieht halt auch wirklich... ich weiß nicht, ob das ernsthafte Tipps sind. Ich kann es auch nicht gut lesen, muss ich zugeben. Ist jetzt echt nah an den Monitor ranrücken, glaube ich. Falls es jemand lesen möchte, jetzt konnte er dann mal Pause drücken, beziehungsweise geht da zurück und drückt Pause. Falls da ein wichtiger Tipp für mich drin ist, könnt ihr das ja schreiben. Eiskalt. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Staff Door rein. So. Dann können wir nämlich hier jetzt auch in den Bereich, weil der ist ja jetzt im Endeffekt abgeschnitten. Und ja, wie gesagt, also dieses, was ich hier gerade anfange mit dieser, mit diesem zweiten Zaun, das werde ich halt komplett rumziehen.
damit wir halt so einen Zwischenbereich haben, den wir klipp und klar sagen können, okay, da darf halt keiner rein eigentlich. Das werde ich halt um den gesamten Bereich rumziehen. Und ja, das ist halt im Moment so ein bisschen Ziel. 1, 2, 3. Also hier. So, ich ziehe es jetzt mal hier nicht ganz durch. Ja, und den Zaun, den müssen wir dann später, früher oder später dann halt wieder abreißen. Aber jetzt erstmal funktioniert das so. Wo rennt die jetzt hin? Move Lock to Exports. Ah, die Dinger da. Ich kann sie auch einfach verkaufen hier rüber. Sell Object. Da müssen die jetzt nicht rennen. Dann sollten die jetzt wieder auf den. Genau, der geht wieder auf den Rückweg. Gut, die machen hier irgendwas sauber. Total wichtig. Aber egal. So. Ja, das müssen wir jetzt nach und nach natürlich fertig machen. Aber jetzt ist im Moment mit das Wichtigste eigentlich, dass wir natürlich die Healthcare danach hochkriegen. Aber das ist ja auch schon aktiviert, dass es erforscht werden kann. Wunder, habe ich schon aktiviert oder? Ja, anscheinend schon. So. Armory. Wenn wir die halt bauen, da können sich halt unsere Leute noch besser ausrüsten und so. Das ist im Moment, hoffe ich, noch nicht so wichtig. Tax Relief. Takes advantage of government tax incentives and reduces the effective corporation tax rate to just 15%. You will save 1.500 taxes per 10.000 of daily profit. Das heißt, wir zahlen im Moment 30% Steuern. Und wenn wir das halten, dieses Ding halt nehmen, dann zahlen wir nur noch 50% Steuern. Nicht schlecht. Aber ja, das ist. Ich finde, ich weiß nicht, die 10.000, habe ich das Gefühl, sind da im Moment ein bisschen falsch für ausgegeben. So. Was sollten wir. Security. Ach ja, genau. Wir bräuchten eigentlich noch zwei Leute mehr auf einer Patrouille. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich hier mit einbinden möchte. Mal gucken. Und zwar soll unser Fans, dieser zweite Fans im Endeffekt, uns dabei helfen. 1, 2, 3, 4. Dem werden wir nämlich eine Patrouille legen, nämlich eine Hundepatrouille wahrscheinlich. Dazu brauche ich dann natürlich auch noch Hunde. Super. Da draußen, da machen die jetzt sauber. Das ist auch so mega sinnvoll einfach. So. Ach genau, das könnte ich jetzt halt nach und nach kaufen. Hier die Bereiche außen, aber ich glaube, dafür habe ich die Erlaubnis noch nicht erforscht, sozusagen. Dann werde ich hier die inneren Bereiche. Die werde ich mal wegnehmen. Und den da auch. So. Das dauert hoffentlich ein bisschen, bis sie das machen. Ich hoffe, sie bauen erst mal die Fences auf. Aber ja, im Endeffekt ist es jetzt schon ein abgeschlossener Bereich. Das heißt, so einfach sollten die nicht mehr entkommen können. So. Ja, also das Patrolling dient vor allem halt dem Umstand, dass wir halt versuchen, ein bisschen besseren Übersicht zu, bisschen bessere Übersicht zu haben und so. Ich werde jetzt hier mal die Durchsuchung ein paar Zellen starten. Das werden wir nach und nach machen. Man kann den gesamten Block halt auch durchsuchen lassen. Gibt aber halt eine Menge Stress bei den Leuten. Ich hätte es eigentlich auch bevorzugt, wenn ich das zu einem Zeitpunkt mache, wo die nicht hier sind. Aber das finden sie halt nicht so cool. Aber anscheinend wird nichts gefunden. Also zumindest bei denen nicht. Das ist doch gut zu wissen. Kann ich hier auch? Search Cell. Oh. Achso, okay. Na, der Typ wollte halt gerade was reinschmuggeln, ne? Klar.
War jetzt halt auch, ich weiß nicht, kann sein, dass der jetzt nur reingekommen ist, weil uns einer verstorben war, ne? Wie viele Zellen haben wir jetzt? Ja, wir haben 19. Die 19 sind jetzt auch wieder voll, genau. Da der eine verstorben ist. Ah ne, wir haben zwei neue bekommen. Genau, wir hatten ja erst nur 18. Und einer ist verstorben, dadurch haben wir jetzt wieder zwei neue Leute bekommen. Und ja, der eine von denen scheint jetzt auch gleich erstmal in eine Isolationszelle gebracht zu werden, habe ich so das Gefühl. Hier liegen jetzt auch zum Beispiel, ja, Kleidungsstücke rum. Wir können, müssen, sollten dann auch noch irgendwann. Ich habe die Tür da weggenommen. Okay. Na gut. Konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich die Tür da weggenommen habe. Ja gut, brauchen wir früher oder später sowieso nicht mehr, weil wenn wir das hier als äußeren Parameter nehmen, diese Türen, dann brauchen wir den Zaun hier wahrscheinlich sowieso bald gar nicht mehr. Ich werde ihn jetzt noch eine Weile da lassen, aber eigentlich wird das jetzt durch den hier ersetzt. Und dann kann der Zaun hier weg, komplett. Den werde ich dann komplett abreißen. Und das hier ist jetzt halt nur, damit wirklich durch diesen Metalldetektor durchgegangen werden muss, mit dem Essen. Weil ich habe halt Angst, dass die Leute darüber was hier reinschmuggeln. Andererseits, wenn wir hier die Tür haben. Super. Sinnvoll. Fantastisch. Dann müsste ich hier die Tür zu. Doch hier wieder einen Zaun vormachen. Das ist vielleicht dann doch sinnvoll. Es gibt ja dann genug. Ich werde für genug andere Zugänge sorgen, die dann wieder möglich sind. Wieso schlägt er nicht aus? Also gar nichts. Er macht gar keine Reaktion. Sollte er nicht wenigstens sagen, hey, ja, alles tutti. Strom hat er. Okay. Dann war das Aufblinken immer nur, wenn die Leute was dabei haben. Okay, kann auch sein. So. Da wäre natürlich einer der Vorteile, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir bauen alles nur in einem Innenbereich und sorgen halt dafür, dass es wirklich eine Stelle gibt, wo jeder von denen einmal durch muss. Ja? Also vielleicht würde sich das hier nochmal anbieten. Dann stelle ich hier zwei Detektoren hin, da und da. Wäre natürlich preiswerter, wenn ich nur einen mache, weil ich dann nur einen Durchgang habe. Aber wenn die da halt regelmäßig durch müssen, zum Beispiel um in die Kantine zu gehen oder irgendwo anders hin, dann würden sie halt an der Stelle immer gleich nach Metallgegenständen gefilzt werden. Was natürlich an sich nicht ganz schlecht wäre. So. Ach so, dann werde ich schon mal die. Hier kommt wieder eine Staff-Door rein. So. Und dann werde ich mal. Ich wollte ja Hunde eigentlich auch holen. Hunde, was waren Hunde? Das war nicht der normale Guard. Wie kriege ich denn nochmal Hunde? Also erstmal eine Patrouille wollte ich halt hier außenrum machen. So, das kann ich ja schon mal anfangen. So. Hier lang. Ah. Da habe ich schlecht gezielt. Ich wollte das eigentlich natürlich. Irgendwie ist die Markierung hier merkwürdig. Muss mal gucken. So, das muss ich nochmal ändern hier. So, also das ist doch hier. Dann sieht das hier richtig aus. Ja gut, dann mache ich hier noch einen zweiten halt dann drauf jetzt ganz kurz mal. Warte mal, mache ich hier hin. So, jetzt habe ich die drei. Jetzt habe ich nämlich das Ding erfüllt und nehme den wieder runter. Und dich auch. Das ist nur Vorbereitung. So, da soll nämlich eigentlich eine Hundetruppe lang. Habe ich die noch nicht erforscht? Richtig, die werden noch erforscht. Okay, alles gut. Ja, wir haben ziemlich viel, ziemlich schnell erforscht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ich finde es relativ einfach, die Sachen hier zu erforschen und auch ziemlich schnell halt durchzugehen. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch an Personen, die forschen müssten? Ja, doch, der Legal. Das heißt, uns fehlt noch ein Büro an sich.
Und wenn uns noch mehr Büros fehlen, dann eigentlich nur zum für so die Doktoren und sowas. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann, jetzt heißt es wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.